Thrash Support spielen wie ein Challenger, da hast du Bock drauf, dann bist du hier, genau richtig. Ein sehr beliebter und auch vor allem guter Allround Support Champion. Ich finde seine Mythic-Wahl schon mal sehr interessant, Shirelias, also auf Thrash könnt ihr viele verschiedene gehen. Auch beliebt ist natürlich das Schild Mythic, ja. Hier geht er für das Speedy Mythic. Können wir noch ein bisschen drüber nachdenken, warum. Hier sind wieder die Runen, könnt ihr euch screenshotten oder noch besser, bookmarkt euch das Video oder abonniert doch gleich den Kanal, denn hier werden auch in Zukunft noch viele League-Videos kommen. Auch zum kommenden League MMORPG, was so 2023, 2024 kommen soll, wenn ihr da gehypt drauf seid, dann lasst hier ein Abo da, denn da werde ich auf jeden Fall auch drüber berichten, Leute, ja, denn das wird mega nice. Aber es soll ja nicht um Rytos MMORPG gehen hier, sondern um Thrash, einen sehr beliebten Allrounder-Support. In Low Elo beliebt, in High Elo beliebt. Thrash ist allerdings so ein Champion, der wirklich alleine das Game nicht wirklich entscheiden kann, ja. Da gibt es andere Roaming-Supports, die da alleine noch mehr Impact haben. Thrash ist wirklich so ein Enabler. Also wenn ihr gute Leute im Team habt, ist ja ideal, ja. Und ich habe euch ja vom OPGG Teamscan erklärt. Ich erkläre es gerne nochmal. Was ist das? Ihr geht ins Rank Game, kopiert euch den Text da raus, der da kommt. Joint the Lobby, bla bla bla, ja. Kopiert das in OPGG rein, dann habt ihr den Scan von eurem Team, ja. Und wenn ihr halt seht, oh, die sind am Winstreaken, die sind gut, ja, dann würde ich auch Thrash nehmen. Ja, wenn ihr seht, ja, die sind eher Coinflippy, auf den Jungler kann ich mich nicht verlassen, der Toplaner verliert die ganze Zeit. Dann würde ich eher so einen Roam-Style-Support nehmen, wie vielleicht Janna, der vielleicht mit der letzten Hoffnung da irgendwas noch drehen kann. Oder ihr dodgt halt das Game. Kann man vielleicht auch mal machen. Wobei ich kein Fan von Dodgen bin, ich sag nur, ja. Manchmal seht ihr halt Histories von den Leuten, da wisst ihr, ihr könnt nicht gewinnen. Es ist halt einfach so, Leute. Ja, warte mal, diesen Viel-Glück-Typen kenne ich doch. Das ist auch ein deutscher Content-Creator, oder? Ich glaube, den kenne ich. Egal. Wir wollen hier natürlich auch mal wieder über die Basics sprechen. Die sind bei Thrash nicht so schwer. Die könnte ich euch auch freestylen, weil ich den auch selbst vor allem früher viel gespielt habe. Ne? Fangen wir mal an mit Damnation. Damnation. Thrash collects the souls of dead enemies by walking near them. Permanently gain armor and ability power. Thrash does not gain armor pillar. Ach, das ist ja interessant. Thrash kriegt kein Armor pro Level, aber er kriegt Armor durch die Seelen, die er sammelt. Ha, wusste ich auch nicht. Champions and large minions always drop a soul, while small minions only sometimes drop one. Epic monsters drop two souls. Mhm. Also ihr kriegt da manchmal noch so ein paar Bonus-Seelen dazu. Das ist da gibt es nicht so viel zu sagen. Ihr müsst einfach nur die Seelen einsammeln und werdet stärker. Ja, relativ simpel. So, cool. Death Center. Oh, was ist hier für ein Skirmish am Start, Leute? Ein Skirmish, der für Team Blau nicht so gut ausging tatsächlich. Tja, schwierig. Q. Ja, das Q ist natürlich die bekannteste oder eine der bekanntesten Fähigkeiten. Das ist einfach nur sein Haken. Ist so ein bisschen wie Blitzcrank, nur halt, dass ihr den langsamer ranzieht. Ja, kann man ungefähr so sagen. Stunning and pulling them towards. Für 1,5 Sekunden. Das ist ziemlich lang. Also, wenn ihr gegen Thrash spielt, solltet ihr davon eher nicht getroffen werden. Außerdem gibt es True Sight. Das ist sehr interessant. Weil ich möchte sagen, True Sight bedeutet, dass wenn ihr einen getarnten Champion hookt, dass der dann auch aufgedeckt wird. Bin ich mir relativ sicher. Du kannst es auch recasten, um dich dann dahin zu ziehen. Warte mal, if this ability. Und du kriegst einen Cooldown Reduction von 3 Sekunden, wenn die Fähigkeit trifft. Also ehrlich gesagt ein bisschen random finde, weil 3 Sekunden bei 19 Sekunden jetzt nicht so viel ausmachen. Ich meine, wenn er mehr Cooldown Reduction hat, dann macht es einen Unterschied. Ah, doch, das macht einen Unterschied, weil im Late-Game-Teamfight, wenn der Cooldown da, der Base-Cooldown davon schon runter ist, dann kannst du es quasi immer wieder so spammen, wenn du das triffst. Ah, ist doch interessant, muss ich sagen. So, die Laterne ist das W, auch eine sehr bekannte Thrash-Fähigkeit. Da könnt ihr halt Leute aus brenzlichen Situationen retten, wenn ihr die Laterne wärt. Gerade als Jungle war das lange Zeit frustrierend, wenn Leute davon immer gerettet wurden. Passiert nicht mehr ganz so häufig, weil Thrash ist mehr so Nische. Oh, was war das denn? Interessanter Hex Flash Engage, der leider nichts gebracht hat, aber interessanter Versuch. Und die Laterne gibt auch ein Schild. Warte mal kurz. Für Thrash und für den ersten Verbündeten, der in Kontakt gerät. Ah, ist auch interessant. E ist es Flay, da könnt ihr Leute so rückwärts zu euch schubsen oder nach vorne von euch wegschubsen. Das ist so. Das könnt ihr so ein bisschen drehen, dann den Skill schon.
Also könnt ihr entweder Leute zu euch schubsen oder wegschubsen. Ah, das hat noch eine Passive, warte mal. Thresh attacks the additional damage based on how long since he last attacked. Ja, also wenn ihr quasi aus der Base lauft und dann mal einen Auto-Tag reindrückt, macht er mehr damit. Es haben natürlich auch schon Leute AP Thresh Builds ausprobiert. Das ist eher sowas für so ein Normal-Game, kann man das mal machen. Beziehungsweise AD gab es auch teilweise für so ein Normal-Game. Kann man auch mal so eine crazy Sache ausprobieren, aber an sich geht ja meistens eher Tank bzw. Support, die Support-Style-Tank. So, eher The Box. Ich wusste nicht, dass die Ulti The Box heißt. Okay, klingt ja vielversprechend. Thresh creates a prisoner spectre more slowing champion. Ah ja, der 99% slow ist auch lustig, weil das ist quasi ein Stun. Es sei denn, ihr habt Slow Reduction dann halt, ne? 99%. Oh, hier ist schon wieder so ein Skirmish, der... Oh, die Laterne. Hä? Hä, habt ihr es eben gesehen mit der Laterne? Ich wollte nämlich sagen, hat er die Laterne da falsch platziert? Ah, dann ist sie so nah an die Wand gegangen, dass... Huh, interesting. Hä? Also, das müsst ihr euch selbst nochmal angucken im Video. Ich möchte sagen, der hat die falsch platziert. Also, gefühlt, aber dann hat es doch geklappt. Hm. Tja, so viel dazu. Genau, die Box. Da macht ihr halt so Wände um euch und das macht Magic Damage sogar relativ viel dafür, dass er keinen Damage braucht. Und Slow, da könnt ihr halt den Weg von Leuten blockieren quasi. Lol, der heißt Maestro, der Bell West Spieler, ist ja auch witzig. Ja, was haben wir hier noch so für Spieler? Den Rek'Sai hatten wir auch schon oft für Videos. Ansonsten, die anderen sagen mir nicht so viel, außer halt dieser Vier-Glück-Typ. Ich glaube, das ist ein deutscher Content-Creator. Ist auch egal. Q ist sein erster Max. Das finde ich interessant. Ich denke, um den Cooldown zu reduzieren. Guck mal, jetzt ist es schon bei 10 Sekunden. Es war vorher noch bei 19 Sekunden. Wahrscheinlich ist Q-Max Standard. Wenn ihr mehr Schild gebrauchen könnt, aus irgendeinem Grund, könnt ihr auch W-Maxen. E-Max ist eher selten. Das ist ein bisschen speziell. Ich glaube, mit Q-Max macht ihr nicht viel falsch, weil Thresh schon viel von diesem Hook abhängig ist. Beziehungsweise... Also, wer die sieht denn da die ganze Zeit? Riven? Hm, strange. Achso, die Fähigkeiten haben wir jetzt ja auch erklärt. So, also wie bereits gesagt, ich habe ja schon viel über den OP-GG-Scan geredet, was fairerweise wirklich so ein bisschen ein spezielles Rank-Thema ist, aber ich sag mal so, Thresh mit Losing Lanes ist gar nichts. Thresh mit Losing Lanes ist gar nichts. Und du würdest ja vielleicht sagen, aber ist das nicht das Schicksal jedes Support? Dass mit Losing Lanes nicht so viel mehr zu machen ist. Zum Großteil würde ich sagen schon. Aber es gibt halt so Supports, die noch ein bisschen stärker aufs Roaming ausgelegt sind. Also Thresh ist kein schlechter Roaming-Support, versteht mich nicht falsch. Aber es gibt halt so Bard-Konnoisseure oder Janna-Enthusiasten, die da noch ein bisschen mehr Impact haben bei den Roams. Thresh kann es auch haben, aber ich finde Bard ist da noch ein bisschen krasser. Oder halt Janna oder so. Oder Yumi, der Klassiker. Oh, was passiert da? Lol, Zoe hat den einfach abgeknallt. Oh, shit. Interesting. Oh, Irelia, Alter. Da bleibt nur noch der Hut von Lulu da. Sick. Thresh, Kalista passt sogar vom Style her ziemlich gut, weil die beide der Shadow Islands angehören. Ein wichtiges Thema, falls ihr euch für das eben bereits angesprochene MMORPG interessiert. Weil da wird es viel um diese Regionen halt gehen. Hecarim ist auch Team Shadow Islands. Falls ihr es nicht wusstet. Ja, sein ADC ist gut dabei. Bei, ja, sagen wir mal, geht so dabei. Er selbst hat insane Stats, also er hat hier schon eine ordentliche Leistung abgeliefert. Belweth ist, ja, kann man machen vom Farm her ganz gut. Also ist interessant, ich würde schon behaupten, mal abgesehen von Toplane, es ist ein Game, was er schon als Support ziemlich carried, würde ich behaupten. Was Max and Second W für das Schild, okay, interesting. Ich glaube, eher Second Max wäre ein bisschen Int oder First Max, oder? Das macht man eigentlich nicht. Das gehört sich so nicht als Thresh-Spieler, das macht man nicht, das gehört sich. Man Max Q und dann W, so schaut es nämlich aus.
Well played. Ja, also dieser Thresh-Spieler ist wirklich gut auf Thresh. I'm not gonna lie to you. Der kann den. Der kann den wirklich gut. Rockt auch den ältesten Thresh-Skin, den es gibt. Interessante Wahl. Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte erwartet, er geht eher für eine neuere Variante. Aber hey, auch mal abtauchen in die Tiefen mit Ozean Thresh. Okay, da hat die Zoe ihn so ein bisschen geintet mit der Laterne. Mindgames im eigenen Team. So. Und das Roaming von Thresh ist auch deswegen ganz gut, weil wenn ihr mal zu einem Roam geht und mal angenommen, da warten so zwei Leute auf euch und überraschen euch so. Dann ist Thresh eigentlich gar nicht schlecht zum Entkommen, weil ihr könnt euch dann ja auch zum Beispiel zum Drake langhangeln. Also ihr könnt den Haken auch auf Jungle Monster machen. Auf Minions glaube ich nicht, aber auf Jungle Monster schon. Da könnt ihr euch dann auch ranziehen. Bin ich mir relativ sicher, dass es geht, oder? Boah, müssten wir nochmal sehen. Ah, ich möchte doch, du kannst dich zum Drake auf jeden Fall ranziehen. Bei so kleineren Jungle Monstern bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber ich denke mal schon. So, zum Thema Support-Item. Also Shirelias baut ihr halt, wenn ihr eurem Team mehr auf Movement-Speed geben wollt. Das könnte sinnvoll sein, um halt irgendwie einen besseren Gap-Closer zu haben. Bei Belweth, die muss ja eigentlich nur rankommen und macht dann alle fertig. Genau wie Irelia. War wahrscheinlich die Idee dahinter. Ihr könnt aber auch dieses Schild-Ding gehen. Wie heißt denn dieses Schild-Ding, Alter? Was Leona auch meistens baut. Solaris, Centaurus. Ihr wisst, was ich meine. Das ist auch gut auf Thresh. Entweder das oder, wenn ihr ein bisschen speziell unterwegs seid, das Speed-Eating. Shirelia. Ja. Leute, solide Thresh-Performance. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo da, denn jeder Champion wird hier noch rankommen. Also vielleicht auch dein Main. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.